Guten Tag, willkommen zurück zu Tanzportfieber 2 und tatsächlich wohl zur letzten Folge der Staffel 3. Dank Easy und des Tipps, die Mod im Mod-Manager zu deaktivieren, konnte ich den Spielstand wieder laden. Ich bin da einfach nicht selbst drauf gekommen. Lustig, was? Somit also noch ein paar schöne Details, auch für Rob T. Und steigen wir doch direkt mal ein. Wir sind hier am Hafenbecken und sehen, die Polizei ermahnt ein paar Schlauchbootfahrer am Hafenbecken, dass sie doch hier bitte raus sollen, weil hier gewerblicher Betrieb ist. Ihr seht's, Polizei steht da, ist so eine kleine Paddlertruppe und die Polizei sagt, hier jetzt nicht paddeln, bitte mal raus. Ja, da sind sie sehr streng. Wenn wir uns aber mal umdrehen und hinten so ein bisschen an der Stahlbogenbrücke vorbeischauen, da sehen wir zwei Herren, die da ganz andere Dinge machen, ohne dass die Polizei das irgendwie sieht oder erwähnt. Da wird einfach irgendwas im Fluss entsorgt. Ihr seht hier, alte rostige Fässer. Blöd nur, dass an der Stelle gerade ein Schiff vorbeifährt und das dann wohl auch sieht. Wie es ausgeht, weiß man nicht so recht. Ihr seht es auch. Ansonsten haben wir schöne Impressionen hier gerade nochmal zur letzten Folge, voraussichtlich letzten Detailfolge zumindest. Wir könnten noch ein paar Rangierfolgen vielleicht machen, aber das sind die letzten Detailfolgen. Voraussichtlich. Und da sieht man hier also wirklich, wie es inzwischen gediehen ist. Ihr seht, ich habe die Anlagenränder jetzt mit Buschwerk und Bäumen abgegrenzt. Das sieht dadurch alles ein bisschen schöner aus. Und ja, so können wir hier einen kleinen Moment einfach mal verweilen und zuschauen. Der kleine Güterzug hat jetzt eine vorhin 100 bekommen. Ihr habt gesehen, nur 111 ist hier auch unterwegs. Ozean blau-beige. Und so habe ich ein bisschen Abwechslung hier ins Rollmaterial reingebracht. Was haben wir hier? Schafe und Schäfer. Blöd ist, dass sich ein paar Schafe von der Herde gelöst haben und sich über die Gleise hinweg begeben haben zu hohem, schönen, frischem Gras und ein paar Brennnesseln. Jetzt steht man da drüben ein wenig ratlos und fragt sich, wie kommen wir da unbeschadet hin und die Schafe unbeschadet zurück. Cool lässt es hingegen hier diesen Bahnwärter. Der hat sich hinter der Hütte auch ein bisschen Gras angebaut. Und das lässt er sich schmecken. Und es lässt sich so sehr schmecken, dass er glaubt, er hätte ein Buch oder Handy in der Hand, was er aber nicht hat. Nebenan rollen die Züge vorbei. Und das beirrt unseren Herrn gar nicht. Er ist sehr entspannt. Nun, hinter ihm ist ein bisschen mehr los. Da fragen wir uns, was ist denn das da? Was machen die Leute da? Wenn wir mal hinschauen, da sehen wir, oh, Dreiräder. Das ist ein Junggesellenabschied auf dem Bahngelände. Und die machen ein Dreiradrennen. So aus Gaudi. Und Spaß an der Freude. Ihr seht hier eine Truppe, illustre Truppe von Leuten mit drei Rädern, die ein kleines Rennen fahren, während man hier schwer beschäftigt ist, Waren abzuladen und so weiter und so fort, dem täglichen Tagwerk nachgeht. Und da hinten sieht man auch Leute an der Plakatwand. Ja, was haben wir da? Nun, eine Dame Echo 40 ob der gerade aufgebrachten Werbung. Busenkrabscher. Und das sei doch wirklich nicht in Ordnung. Und da käme Frau nicht gut bei weg bei dieser Werbung. Und da wird hier diskutiert. Ja, von der anderen Seite schaut man gespannt zu, wie das Ganze ausgehen wird. Werden sie das Plakat wieder lösen? Was passiert? Nun, es ist nun einmal eine Likörmarke. Da können sie nicht viel dran ändern. Auch die Polizei nicht, die das aber gar nicht weiter beachtet. Die steht hier am Bahnsteig. Die Hunde sind entspannt. Die sollen gleich in den Bus geladen werden, denn dann geht es irgendwo hin. Weiß nicht, Man-Trailer, Ausbildung oder was auch immer. Ein Stück weiter vorne. Boah, unterhält man sich mit einem Transporterfahrer, während hier unser Einzug, was auch immer, Einfahrt hält. Bunt gemischt, so im Stile der 80er, 90er Jahre, alles mal ein bisschen dabei, am Haken. Ja, und jetzt für Rob T. auch ein paar Gartenimpressionen entlang der Gleise. Ihr seht, die Züge fahren, in den Gärten sitzt man sehr entspannt an einem sonnigen Tag. Hier mit dem gelben Licht von Transport Fever 2. Und während man rechts sich den Kaffeeplausch hingibt, ist links Frau beschäftigt im Beet. Und im Hintergrund rollen die Bahnen. Ihr seht, da ist auch eine Baureihe 103 unterwegs aktuell mit ihrem Zug. Und so ist immer ein bisschen was los. Ihr seht, die Gärten stehen auch recht nah oder befinden sich recht nah am Gleis. Wem es gefällt, aber wer sich hier angesiedelt hat, der weiß, worauf er sich einlässt. Der ein oder andere Garten ist weniger spektakulär gestaltet, wie Blumen, bisschen Rückzugsmöglichkeit, ihr seht es hier. Hauptsache man ist ein bisschen im Grünen. Auch hier bunt bepflanzt, immer mal ein kleines Tischchen und ein Schirmchen. Und so sitzt man dann hier in der Nähe der Gleise und rumpeln die Züge vorbei. Aber den hier Anwesenden gefällt es. Ihr seht hier, die 103 scheint direkt durch das Haus zu fahren. So groß wirkt sie gegen den kleinen Sonnenschirm. Auch hier unten, oben, überall die Züge.
Ja, hier, Taxifahrer. Man erhält sich, was mit Dienstbeginn von mir aus. Und während hier das Taxi fährt, fährt im Hintergrund die 103 die Passagiere irgendwo hin. Ja, und hier im Garten, wobei, also, ja, es ist der Garten der Kühe. Puh, Weide, mit Blick auf die große Stahlbogenbrücke waren die Züge drüber. Ich finde, das macht immer schöne Aufnahmen, da kommen wir später auch nochmal dazu. Und hier auch, es gibt auch natürlich auch schicke Gärten, ihr seht, hier fährt, steht auch ein dickes Auto, auch hier mit Kies angelegt und Teich. Andere haben auch einen Teich, aber lassen es ein bisschen rustikaler angehen. Ja, ihr seht, Holztisch und Teich ist ein bisschen überwachsen, aber trotzdem schön. Auf der Rückseite der Häuser hier ein kleiner Feldweg oder Spazierweg und ja, man wohnt hier so ein bisschen in Feldrandlage. Ist ruhig, die Grillen zirpen, ist nett. Mit den Nachbarn pflegt man ein gutes Verhältnis, man steht im Garten zusammen, plaudert, genießt den Tag. Während nebenan der Nachbar die Wäsche abhängt und hinterm Zaun die 218 von dann fährt. Ordentlich mit Getöse setzt sich in Bewegung. Aber man ist es gewohnt und man lässt sich's gut gehen. Trotz allem auch hier, also ihr seht es, der Nachbar hier kümmert sich um die Wäsche, Blumenrabatte, Steinmauern, alles sehr schön gemacht. Andere haben sich einen Hof angelegt mit einer Einfahrt. Seht's hier, gepflasterter Hof, drei Fahrzeuge. Wer zuerst durch den Bogen kommt und eine Parkmöglichkeit hat, gewonnen. Für die anderen wird's eng. Aber besser als nichts. Und auch hier sehen wir nochmal, da wohnt man dann schon eher so in Ortsrandlage. Es wird immer ruhiger. Nichtsdestotrotz rollen hier die Züge vom Berg runter. Ihr seht hier Güter- und Personenzüge. Und durchqueren den Bahnhof oder halten dort an. Einen engen 50er, 60er Jahre Bahnhof mit seinem schmucklosen Gebäude. Ja, aber immerhin, man wohnt wie gesagt an Ortsrandlage. Man hat einen großen Garten mit Teich, ihr seht es hier. Einen kleinen Tisch draußen. Ansonsten hat man nicht viel angelegt. Dafür eine schöne Einfahrt, schickes Auto, ein modernes Haus. Und so lässt sich es hier durchaus aushalten. Ja, in dem kleinen Stellwerk hier oder was das ist, Bahnwärterhäuschen, ist hingegen nicht mehr viel los. Da steht leer. Aber, schaut mal, tollen Blick hat man von hier oben. Ah, sieht das super aus, wenn der Zug da einfährt. Richtiges Modellbahnfeeling. Seht, BK Wildtränke ist hier schon am Überwuchern, da ist also nichts mehr los. Auf dem Gleis hingegen schon, in der Ortschaft unten unterhalb gelegen auch. Und ihr seht, wir haben hier so drei Ebenen, das macht es ein bisschen nett. Auf der oberen Ebene unten seht ihr den Zug noch in den Bahnhof einfahren, auf der oberen kommt der Güterzug wieder entgegen. Und das schafft hier so ein bisschen Abwechslung und Fahrbetrieb auf allen Ebenen. Das ist schön zu gucken. Der Bahndamm ist leicht bewachsen. Ja, bewachsen ist auch die Gärtnerei. Die hatten wir ja schon mal gesehen. Wir sehen, da ist viel los. Im Hintergrund kam jetzt noch was dazu. Schauen wir doch mal. Da steht ein Mann und hinten ist ein Traktor. Was hat es damit auf sich? Drehen wir uns mal um. Ah, ihm ist das Fahrrad ins Wasser gefallen. Das ist sehr ärgerlich. Blickt sich, verdammt, wie komme ich da wieder ran? Er muss also runter, muss den Drahtesel wieder aus der Brühe holen. Während hier hingegen Stau herrscht. Ihr seht die Leute auf dem Traktor. Die wollen da durch den Tunnel. Die Ampel zeigt grün, aber der LKW verstopft noch den Tunnel. Und so steht man sich jetzt ein bisschen entgegen und denkt sich, wer fährt denn jetzt hier zuerst? Also zuerst fährt definitiv da oben unser Zug. Denn der hat hier keine Ampel, höchstens Signal. Aber der hat freie Fahrt. Ja, Rückseite dieses kleinen Gewerbegebiets mit der Gewerbehalle. Schauen wir mal, was da los ist. Ja, da gibt es für den Enkel ein kleines batteriebetriebenes Kinderauto. Ja, da steht der eine Kollege seinem anderen Kollegen vor. Und beide denken sich, ja, würde ich jetzt gerne mal hier übers Firmengelände eine Runde drehen. Geht aber nicht, weil zu klein. So ist es dann für den Enkel. Und wenn die beiden sich unterhalten, ist da hinten Feuerwehreinsatz. Oh, oh. Hoffentlich ist nichts in der Firma. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal ein bisschen näher an. Ah, ein Elektrokasten links schmort. Die Stadtwerke ist mit ihrem Bus schon da. Arbeiter, ihr seht, sie kümmern sich da um die Elektrik. Gucken, was da passiert ist. Oben drüber fährt die V100 mit ihrem Zug und lässt sich nicht weiter beirren. Ja, Feuerwehr hält den Schaumlöscher bereit, falls dann doch irgendwas brennt. Das wurde hier schon leicht gelöscht, aber es kokelt noch. Jetzt muss man hier die verbrannten Kabel ziehen und die Sicherung rausholen. Ja, und was ist da passiert? Man sieht es also von hier.
Service- und Einsatzfahrzeuge stehen da. Im Hintergrund ist noch der Polizeieinsatz wegen des verlassenen einsamen Koffers. Und schauen wir mal vom Bahndamm runter, da sehen wir einen weiteren Einsatz. Ja, und da ist die Ursache für die Problematik. Es gab nämlich einen Kurzschluss, ihr seht, die Feuerwehr und hier auch der Kabelnetzbetreiber und Stadtwerke sind hier vor Ort, denn da gab es an einem Strommast ein Problem. Eine Katze ist da hoch und hat dann einen Kurzschluss ausgelöst. Der Mieze selbst ist nichts passiert, nichtsdestotrotz mussten hier die Kabel schnell mal entfernt werden und im Sicherungskasten hinten hat es geknallt. Seht der Junge, denkt sich, hoffentlich nichts passiert, aber alles gut. Dennoch Feuerwehreinsatz. Der Mast hier ist hier auch ein bisschen leicht schief. Polizei hat die Straße gesperrt, aber alles gut ausgegangen und Einsatz hier in Kürze beendet. Ja, hier mal so der Blick hinter die Häuser auf die Felder. Auch da sehen wir, kokelt auch was. Was ist denn da nur los? Ach, verdammt. Hat jetzt mit dem Kurzschluss nichts zu tun, es sei denn, also was heißt es, sei denn, also wir haben hier einen Kurzschluss im Motor. Bauer flucht, der Traktor qualmt. Gut, bei fast 40 Grad am Himmel ist dem kleinen Trecker hier einfach zu heiß geworden. Dann steht er da und qualmt mächtig. Und Bauer ist ein bisschen ratlos. Immerhin hat er schon viel Stroh zusammen gerollt und gesteckt. Hänger ist geparkt. Ihr seht hier auch einen Blick auf die Gärten hinten raus. Aber ärgerlich, dass die Maschine nicht mehr mitmachen will. Das ist natürlich wirklich blöd. Ja, schauen wir mal hier. Da stehen dann so ein bisschen die feineren Häuser. Tischtennisplatte, schickes, modernes, weißes Haus. Oh, ein schickes, modernes, weißes Auto. Ja, da hat man sich einen Audi Avus gegönnt, hat ihn verlieren lassen als Safety Car und geht jetzt hier so dem Wochenendsprogramm nach Fahrzeugpflege. Oh, irgendwie, wie heißt es hier, Swiss Wax oder sowas, ja, damit hier schön das Fahrzeug versiegelt wird, Nano-Versiegelung und schön poliert. Teures Auto, schickes Ding. Ja, so wohnt man hier. Nachbar lässt sich auch nicht lumpen, hat einen Rolls-Royce. Und man selbst aber hat Kies gestreut statt Rasen, hat er Kies und Palmen gepflanzt. Und im Hintergrund auch ein schickes Haus. Hier wohnt so ein bisschen die Hot-Volée des Orts. Weiter hinten raus, gen Mühle, ihr seht's, da werden die Gärten wieder rustikaler. Da hat man auch keinen Zaun, da ist dann einfach offen. Da lebt man frei und ist alles gut. Was aber treiben die Jungs denn hier an der Mühle, die sich da so fröhlich dreht? Gucken wir doch mal genauer hin. Ja, sie haben die irrwitzige wie auch bescheuerte Idee, an die Mühlenflügel zu springen und dann damit eine Runde zu drehen. Deswegen sind sie auch auf den Hänger geklettert. Es ist wirklich bescheuert. Genauso wie die Kollegen da hinten im ganzen Hintergrund mit ihrer Fassaktion. Die hatten wir ja zu Eingang schon. Keine Ahnung, wie das hier noch ausgehen wird. Das wird ein Kampf gegen Windmühlen. Oder ein Ritt auf der Mühle. Man wird es sehen. Ja, gucken wir nochmal auf die Stahlbogenbrücke. So sieht es also hier aus, wenn die Züge sich darüber bewegen. Und ich finde, es ist immer ein schönes Bild, gerade bei so großen Brücken, wenn die Züge da so entlang rollen. Es hat was. So ein bisschen wie die Deutzer Brücke in Köln. Frankfurt gibt es auch sowas. Also schöne Impression. Ja, durchaus. Ja, rechts des Gleises kam auch noch was dazu. Rob T. sagt, er hätte gerne Baustelle, genauso wie die Gärten. Also gibt es hier eine kleine Baustelle. Zwar nicht zwischen den Gleisen, wie er wollte, sondern daneben. Hier beim Kohlebetrieb, ihr seht's. Steht an einer Grube, Rohre liegen bereit, auch hier so die Betreibergesellschaft rechts, da werden also neue Gasrohre gelegt oder sagen wir von mir aus auch Elektrorohre unterirdisch, deswegen hier vorbereitende Maßnahmen getroffen. Das Ganze hier so in dem Bereich der Brücke, wo es dann so zum Bahnhof geht und hier aber auch so zu den Güterbereichen hier bei der Kohle und so weiter und so fort. Schöner Sitz auch zwischen und entlang der Gleise. Alles begrünt. Wir haben Gräser und wir haben Wiesen. Und da kann man schöne Nahaufnahmen durchaus machen. Hier nochmal Blick vom Dreiradrennen. Ja, wie die 130 da den Berg hoch schafft. Leicht ruckelig schon. Aber sieht einfach schön aus. Ja, über die Brücke unten ist die Hunde-Kaka-Pipi-Wiese. Da ist man hier zum Hundetreff. Ihr seht im Hintergrund noch den rauchenden Stromkasten. Und ja, so trifft man sich hier mit den Leuten vom Ort, plaudert ein bisschen, redet über das Neueste, während im Hintergrund die Bahnen im Bahnhof ein- und ausfahren. Hier nochmal die 218, ihr seht schön Rasen, also was heißt Rasen, schöne Wiese, dank Mario Tator hier, schön begrünt. Und hier auch dichte Unkräuter, guckt doch mal, sieht doch klasse aus, oder? Ja,
Also, ich finde, so kommt es jetzt ganz gut. Tatsächlich auch mit der Rand, mit der Randbegrünung. Ich habe jetzt alles so mit Wälderbüschen und Texturen aufgetragen oder beziehungsweise dicht gemacht. Und damit wirkt es wie so eine geschlossene Einheit. Die V100 auf dem Weg nach unten und wir sehen, da kommt was mit Qualm. Ich habe jetzt also diesen Extended Particle Filter gelöscht. Dadurch haben wir jetzt wieder den Originalqualm und er sieht ein bisschen blöd aus. Vorher war er tatsächlich irgendwie realistischer. Jetzt haben wir wieder so dicke schwarze Knödelwolken. Aber gucken wir mal, schöne Baureihe 24 unterwegs mit dreiachsigen und vierachsigen Umbauwagen. Und macht ein nettes Bild hier so. Sorgt ja wieder für Abwechslung hier im Fahrzeugpark. Rollmaterial. Unten Baureihe 24, oben Baureihe 108, 103. Ja, ist ein bisschen historisch. Könnte auch sagen 70er Jahre, 80er Jahre, wie auch immer. Das ist hier so ein bisschen der Bahnbetrieb im Moment. Gucken wir mal. Schöne Dampfzug-Held-Ausfahrt. Wir stellen uns einfach mal hier so an so einen Gartenzaun hinters Haus. Gucken mal ein bisschen den Zug beim Ausfahrt zu. Ah, ich sehe hier, hat rot an dem Signal. Guckt euch das Ding doch mal im Detail an. Aus der Nähe betrachtet, wunderschönes Detail. Tolle Arbeit, tolle Modding-Arbeit. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht mehr, von wem die ist. Mike C. vielleicht, würde ich erstmal drauf tippen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber guckt mal, ist doch wirklich ein tolles Stück, oder? Ganz detailliert gemacht. Gehen wir mal noch ein Stück zurück vielleicht, dann kriegen wir noch mehr davon auf die Aufnahme. Klasse. Richtig schön. Muss man sich auch mal im Detail angucken. Es war mehr Modellbahnfeeling, als sie nicht rauchten. Vielleicht setze ich diese Particle Mod wieder ein, sodass die Züge nicht rauchen. Hat tatsächlich dann mehr vom Modellbahn als diese dicke schwarze Klumpenfahne. Aber nun ist es nun mal so. Kleine Zugbegegnung. Der Güterzug liegt hier rechts ins Gewerbegebiet ab und der Dampfzug wird jetzt über die Brücke fahren. Da machen wir doch mal eine kleine Aufnahme, wie man sie so üblicherweise kennt aus Videos und auch aus Büchern, wenn so Züge so eine große Brücke kreuzen. Lass mal erstmal auffahren und dann machen wir von der Seite mal eine schöne Aufnahme. So wie hier. Ich mag ja solche Aufnahmen. Ich gucke mir die gerne an, tatsächlich so auf Fotos. Bei Videos findet man sie sowieso oft. The Train TV, toller Kanal, der zeigt sowas regelmäßig. 1111 steht hier unten am Güterschuppen. Natürlich das Signet von Ingo 1111, der den hier gebastelt hat. Im Hintergrund die Baureihe 124 mit ihren Waggons in der Vorbeifahrt. Dann hier die Brücke hoch und unten dreht sich fröhlich das Mühlrad des kleinen Sägewerks. Also Impressionen sind schon wirklich nett. Und ich finde, es ist mittlerweile echt stimmungsvoll geworden und sieht schön aus. Aha. Was haben wir oben grün, unten grün, aber auch orange. Blau. Was ist das? Ah. Baureihe 140 müsste das sein. Unter anderem mit Waggons in Popfarben. Oh, das waren mal so Waggons, die solche, hier diese Farbkombination hatten. Die gibt es auch noch in lila. Lila-weiß oder grau. Grün-grau, orange-grau, blau-grau. Und fand ich sehr schön von der Optik. Und deswegen auch hier auf Strecke. Vorbei hinten an den Ferraris auf dem Hänger. Brücke hoch. Passiert die Dreiradfahrer. Und ihr seht jetzt hier durch die Bäume hier vorne und durch die Schallschutzwand. Hat das Ganze so eine Abgrenzung und sieht nicht mehr so platt in die Landschaft gestellt aus. Vorher wäre ja diese grüne Wiese dort gewesen. So kommt es also deutlich besser. Auch die 124 ist wieder unterwegs, hat hier den kleinen unteren Bahnhof verlassen, fährt jetzt antizyklisch und hinten dann wahrscheinlich wieder irgendwie eine 8, um dann hinten im Bahnhof wieder anzukommen. Auch hier, das Kraut vorne, Siri ist immer toll, von Mario Tator, macht hier auch schönes, dichtes Gestrüpp. Gucken wir mal aus der anderen Perspektive, auch ganz wunderbares Modell, ich meine aus der Modwerkstatt. Auch die Waggons, wenn mich nicht alles täuscht. Also wunderschön. Und guck mal, das Signal schneidet in die Wagen rein. Guck mal hier. Da ist es irgendwie mit dem Winkel nicht so geeignet. Seht ihr das hier? Ach, werden total zerschnitten. Und auch irgendwie der Magnet unten bei dem Signal, der schwebt in der Luft. Nur hier die Passagierin, hätte ich beinahe gesagt, die Fahrgästin interessiert es nicht.
Die holt sich ein Ticket und wir begeben uns einfach mal in den Führerstand und fahren mal First Person über die Anlage, würde ich sagen. Rechts unsere Dreiradfahrer. Wir haben einen raketenartigen, achterbahnartigen Start losgelegt. Ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen an der Gleisgeschwindigkeit arbeiten können. Mehr als 20 km/h Gleise für über längere Stücke am Bahnhof, dann 30, 40. Ich glaube, ich habe hier Bahnhof und dann direkt 40, 60, 80. Das hätte man noch verlangsamen können, aber nichtsdestotrotz. Die Schlauchbootfahrer, Polizei, Baustelle zur Rechten, hier Holzablageplatz, Kohlelager. Ihr seht auch das neue Gebäude, was dazu kam. Jetzt sich ausblendet, schämt sich vielleicht. Links Sägewerk, die Gärtnerei. Ja, all das, was wir so in den letzten Folgen uns angeguckt haben. Hier mal so aus dieser Perspektive. Freie Fahrt. Und entweder fahren wir den Berg hoch oder hinterm Berg lang. Ja, wir fahren also hinterm Berg lang. Okay, das ist auch gut. Ihr seht es jetzt also, wie gesagt, Anlagenbrand abgegrenzt durch so eine Baumgrenze. Hinten dann die normale grüne Fläche. Und so kommt es tatsächlich gar nicht so schlecht. Können wir lassen. Man hätte die Baumreihe noch ein bisschen dicker machen können nach rechts, aber aus Performancegründen, denke ich, reicht es so. Boah, kommt runter. Fahren in den Ort ein. Links dieses alte ja, Bahnwärterhäuschen oder was auch immer. BK-Wildtränke. Hier der schmucklose alte Bahnhofsbau. 50er, 60er Jahre. 50er vielleicht. Und rechts dann die Gärten, die wir eben im Detail schon mal hatten. Rechts und links. Oh, Einfahrt. Hier Halt, Tafel. Gut ist. Wir haben hier zwei Signale hintereinander stehen. Das liegt daran, dass das eine irgendwann abgerüstet wird. Das andere dafür stehen bleibt. Das vordere hier wird früher oder später entfallen. Hier haben wir ein neues Ausfahrsignal. Ein bisschen weit weg vielleicht. Aber das wird dann dasjenige sein, was bleibt. Hier rechts die Fassentsorgung, die illegale hatten wir eben auch schon. Wir hatten auch schon die Schäfchen zwischen den Gleisen, an denen werden wir jetzt gleich auch nochmal vorbeikommen. Ja, und so das Ganze hier aus dieser Sicht. Biegen wir links ab, fahren wir über die Brücke. Ja, wir kommen hier am geruhsamen Wärter vorbei, mit seinem Kraut. Fahren jetzt nochmal oberhalb der Dreiradfahrer vorbei. Links sehen wir jemanden da sitzen, den da kommen wir gleich auch nochmal dazu, wenn wir mit dem anderen Zug fahren, dann sehen wir den nochmal beim Angeln. Das ist nämlich ein Angler. Jetzt erstmal die Brücke übers Sägewerk und über diese kleinen Lagerhallen. Links unten haben wir die Parkanlage, die Polizei am Bahnhof, Post rechts den Feuerwehreinsatz mit dem Rauch- und Elektrokasten, links den Einsatz an der Stromleitung. Ja, Vorsignalwiederholer zeigt, Signal ist grün. 40 wird angekündigt, Streckengeschwindigkeit. Da haben wir auch die neue Streckengeschwindigkeit, 40. Es fehlen tatsächlich noch ein paar Beschilderungen, auch gerade so diese Beschilderung, dass ein Signal in so und so vielen Metern kommt. Aber immerhin haben wir hier die Beschilderung mit Hinweis auf oberleitungsfreie Streckenabschnitte und Leutetafel und so weiter. Wissen was ist also schon da, aber das eine oder andere fehlt noch. Ja, wir sind also auch schon wieder da. Achterbahnfahrt ist vorbei, wir rollen wieder ein. Und uns kommt die V100 entgegen. Müsste Baureihe 211 sein. Steigen wir doch da mal ein und gucken mal hier über die lange Schnauze, wo wir hier hinfahren. Also auch hier, Weg über die Brücke. Grüne Fahrt. Grüne Fahrt. Freie Fahrt. Ah, jetzt kommt die Baureihe 24. Was? 24? 124? 24, oder? Ich bin schon ganz verwirrt. Auf jeden Fall sagt ein Dampfzug kommt entgegen. Auch hier Berg runter. Werden den Bahnhof passieren und wahrscheinlich rechts davon irgendwo ins Gewerbegebiet abbiegen, denke ich mal. Schauen wir mal. Hier dieses kleine Stück übrigens, da huppelt die Lok drüber, das seht ihr so kaum. Das sieht man aber, wenn man von der Seite schaut. Dadurch hat es so ein richtiges Modellbahn-Feeling, wie wenn Gleise nicht richtig zusammengesteckt sind. Hier holpert da so ein Stück drüber, das sieht irgendwie an den Weichenverbindungen hier. Macht es aber so aus modellbahnerischer Sicht realistischer. Links habt ihr gesehen Angler, dann kommen die Schlauchboote. Wir fahren jetzt hier so unter die Kohleschütte. Da steht auch ein LKW rechts drunter. Links die Lastkähne sind beladen. Und kleine Köpfe sind angestellt. So. Angehalten. Überfahren wir das Ganze doch einfach jetzt mal rückwärts, gucken, wo es uns dahin führt. So, also wieder raus hier aus der Anlage. Dann lassen wir den Bahnhof hinter uns. Hup, hup.
fahren den Berg wieder hoch. Schön wäre es gewesen, wenn wir hinter dem Berg lang gefahren wären, aber das hatten wir eben ja schon in unserem Personenzug. Also fahren wir hier rückwärts nochmal den Berg hoch. Das ist jetzt ja nichts Neues mehr. Aber so ist nun mal hier so die Linienführung unserer Züge. Mal Berg hoch, rückwärts wieder Berg runter und dann abbiegen unten Richtung Sägewerk und so weiter. Ja, ist schon tatsächlich schön geworden. Ist eine tolle, kleine, nette kleine Anlage. Und ich könnte mir vorstellen, so das ein oder andere Rangiervideo tatsächlich noch zu zeigen. Ja, also so irgendwie Waggonabholung, Überstellung, was auch immer. Ich lasse mir da irgendwas einfallen. Wobei ich gucken muss, was machbar ist, weil ich aufgrund der vielen Radien hier und also der Gleisbögen nicht so viele Spitzkehren zu Rangierzwecken einbauen kann. Die sind ja hier immer, ist ja immer ein gerades Stück jeweils. Das kann ich nicht überall verbauen. Ich muss mir das mal anschauen, ob das überhaupt hier so auf der Platte so möglich ist oder nicht. Gut, wir fahren parallel zum Bahnhof hier ein. Hinter den Gärten vorbei. Passieren die kleine Parkanlage auf der rechten Seite. Oh, hat mal hier einen Hänger. So. Und kommen unter der Brücke zum Stehen. Wir sind also hier an der Lagerhalle. So sieht das Ganze also an der Stelle aus. Ja, ich würde sagen, drehen wir uns mal. Sägewerk. Hier aus dieser Perspektive. Gärtnerei im Hintergrund. Und unser Zug. Baureihe 211. Ja, meine lieben Freunde, das war's tatsächlich für Staffel 3 mit ein paar letzten finalen Impressionen. Eventuell gibt es noch ein Rangiervideo. Muss ich mal schauen. Ansonsten starten wir demnächst tatsächlich dann mit Staffel 4. Rob T., ich hoffe, es hat dich gefreut. Easy, nochmal vielen Dank für deinen Tipp. Das war's. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut und tschüss.